Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Martin Friedrich, quasi Projektleiter von diesem Megaprojekt Trendsporthalle da in Linz am Unigelände, sage ich mal, nicht weit entfernt, im Rabheim. Was passiert in dieser Trendsporthalle, die da neu eröffnet hat? Es ist ja einzigartig, kann man fast sagen, in ganz Österreich. Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir eine alte Schwimmhalle rekultiviert und so eine Trendsporthalle ist aufgebaut. Und wir haben da viele verschiedene Sportarten im Mix drinnen. Das sind lauter junge, urbane, neue Trendsportarten wie Parkour Freerunning, wie Breaking, wie Trampolin, Airtrack Springen und ähnliches. Und da versuchen wir es, da super Koexistenz und Synergie aus diesen jungen Sportarten eben da abzubilden. Gehen wir es vielleicht einmal da rein auch ein bisschen durch. Parkour Freerunning, wie kann man sich das vorstellen? Was passiert in diesem Bereich da? Ja, es wird normalerweise eigentlich, wie gesagt, im urbanen Raum, also Outdoor, praktiziert, aber jetzt haben wir in der Halle halt die perfekten Möglichkeiten geschaffen, um eine effiziente Hindernisüberwindung von A nach B zu schulen, mehr oder weniger, und gleichzeitig auch die ganze kreative Fortbewegungsart mit Akrobatiktechniken, Saltos, Flicks und solche Sachen dann eben auch noch mit methodisch da einzubringen. Das heißt, du hast ja schon mal beschrieben, was machbar da ist, wie kann man sich das vorstellen, wie kann man das mal beschreiben, muss man da mal drüber kraxeln, wo drauf kraxeln, wo ja. Drüber hupfen oder wie, was ist da alles aufgebaut? Genau, das sind dann halt, so wie es in der Halle ist, mehrere Hindernisse hintereinander und dann kann man dementsprechend entweder versuchen, dass man möglichst schnell die Hindernisse überwindet mit unterschiedlichen Hindernisüberwindungstechniken oder zweite Möglichkeit wäre eben, dass man versucht, kreative Salto-Techniken oder irgendwelche anderen Drehungen, um die Längsachse zum Beispiel mit einzubauen, um einfach da spielerisch sich am Parcours zu bewegen, ohne jetzt irgendeinem größeren Sinn oder Zweck dahinter. Was sind die anderen Aspekte, um die es noch geht? Sehr viel Selbstbeherrschung, Umgang mit Wagnis, zu schauen, wie es mit der Risikowahrnehmung ausschaut, dass man die eigenen Leistungsgrenzen kennt und auch diese dann sukzessive erweitert. Das heißt, da geht es weniger um diese Gruppendynamik, das Schauen, dass man besser ist als jemand anderer, sondern dass man jetzt selber immer an sich arbeitet und selber einfach besser wird und den eigenen Körper möglichst gut trainiert. Das heißt, ihr verlagert jetzt das Freerunning, was man von draußen kennt, ins Innere, sage ich mal? Nicht verlagern, sondern es ist halt eine zusätzliche Möglichkeit, auch in den Wintermonaten oder bei Schlechtwetter halt auch drinnen zu trainieren und gewisse Techniken, die man vielleicht sich draußen noch nicht traut oder zutraut, dass man das halt langsam, methodisch, nachhaltig auch lernt in der Halle, damit man den Übertrag dann noch draußen hat. Was sind so Bereiche, wo man sagt, da braucht man ein bisschen Zeit, bis dass man da reinfindet? Ich meine, man kann nicht alles gleich, Salto kann vielleicht auch nicht gleich jeder oder diverse, wo ja. Sind so Bereiche, wo man sagt, hey, da muss man ein bisschen sich herantasten, wenn du das irgendwie beschreibst, was waren so, ja. so Möglichkeiten oder so Parcoursstationen? Alles mit Akrobatik auf jeden Fall, da sind wir immer wirklich sehr stark methodisch unterwegs. Wenn jetzt jemand einen Salto rückwärts lernen möchte, Salto vorwärts, dann wird das halt schlichtweg methodisch in mehreren Schritten aufgebaut, gesichert von den Trainerinnen und Trainern, dass dann noch keiner schlechtes Gefühl haben braucht, wenn er das dann draußen probiert. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten in der Halle, natürlich mit Matten, sie Sprünge vorher so ein bisschen draußen abzumessen, wenn man sich denkt, okay, die zwei Mauern, die sprechen mich an, da möchte ich mal von Mauer 1 zu Mauer 2 springen und dass man das dann drinnen mit Kästen und Matten einfach sie abmisst vorher, das dann drinnen einmal ein bisschen praktiziert und übt und sie dann einfach draußen sicher ist, den Sprung traue ich mir zu, weil in der Halle habe ich ihn schon geschafft. Und das ist alles ohne Hilfsmittel, sage ich, rein mit genau. Kraft, die man halt hat, nicht irgendwelche Skateboards oder irgendwelche Scooter oder keine Ahnung, was man aufzeigt, wo Leute irgendwie umeinander bohren, sondern es rein mit, was du körperlich in der Lage bist, kannst du machen. Genau. Also das ist wirklich nur der eigene Körper, gutes Schuhwerk im Normalfall, keine Protektoren oder sowas in die Richtung, deswegen dementsprechend sind Landetechniken sehr, sehr essentiell. Es ist essentiell, dass man weiß, wie man sich richtig abrollt nach einem höheren Sprung beispielsweise, damit man halt auf seinen Körper schaut, weil das Wichtigste ist, dass man sich das Leben lang bewegt und nicht nur ein paar Monate. Für wen ist das ideal? Man gehört, das ist natürlich ein junger Sportart, aber theoretisch kann das jeder zwischen, weiß nicht, sage ich, 10 bis 90 machen oder gibt es jemanden, wo man sagt, naja, man muss schon ein bisschen die und die Ausbringung haben, damit das auch zu einem passt oder könnte theoretisch jeder das mal versuchen und vorbeischauen? Also es kann auch praktisch jeder versuchen und vorbeischauen. Das hängt natürlich immer vom individuellen Leistungsniveau ab, wie schnell man sich steigert. Das ist in jeder Sportart gleich. Und dementsprechend muss man halt schlichtweg, wenn man schon länger keinen Sport betrieben hat, ein bisschen einen längeren Fortschritt mehr oder weniger einplanen und einfach ein bisschen länger Zeit investieren, bis man halt dann dementsprechend vielleicht auf einem Level ist, wie es andere, die mitmachen. Aber es gibt da in England super viele Seniorenkurse mittlerweile, weil es eine aktive Sturzprophylaxe darstellt und auch für die Knochenentwicklung, vor allem im Jugend- oder im Kinderalter vor allem, ist es enorm wichtig, dass solche High-Impact-Belastungen auf den Knochen kommen, damit man eine hohe Knochendichte bis ins höhere Lebensalter auch mitnimmt. Sehr gut gefallen. Knochen, sage ich mal, für was ist es sonst noch gut, sage ich mal, für einen selber, wenn man das macht und verschiedene, was trainiert man dadurch? Nicht jetzt nur die Knochen, sondern für andere Sachen auch. Welche Aspekte sind nur positiv? Natürlich im Gleichgewichtssinn enorm. Es wird sehr viel auf Stangen balanciert beispielsweise oder auf Mauern balanciert. Also der Gleichgewichtssinn ist im Minuten sehr stark mit dabei. Die Muskulatur muss extrem viel exzentrisch arbeiten. Exzentrische Arbeit ist super wichtig für Sturzprophylaxe beispielsweise. Man wird dadurch natürlich stärker, weil sehr viel Hangeln, Klettern mit dabei ist, sehr viele Absprünge mit dabei sind und sehr viel Bewegung auf allen Vieren mit dabei ist für einen Stützer Apparat an sich, für die oberen Extremitäten. Also dementsprechend ist es eine Art Ganzkörper-Workout,
bei dem man natürlich auch Krafttraining zusätzlich, um das Ganze den Fortschritt auch zu beschleunigen, beziehungsweise um auch nachhaltig bezüglich Verletzungsprophylaxe zu agieren, dann das auch noch mit einfließen lassen kann. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? In der Halle ist das unter Aufsicht, seid ihr sozusagen Professionisten, die Methode, genau, wo es einfach die Leute das genau zeigen. Das heißt, man geht nicht her und macht jetzt bei gerade wegen, ist ja nicht ungefähr recht theoretisch bei ein paar Sachen. Das heißt, es ist immer wer da, an genau, dem man sich wenden kann, der mithilft, der sagt, hey, pass auf das auf. Das heißt, immer unter Aufsicht. Und genau, also in der Halle ist grundsätzlich einmal unser Verein mit eingemietet, ist Team Obsession. Wir bieten da Parcours-Kurse an. Das ist von ab dem Alter von 3 Jahren haben wir Kurse bis nach oben hin offen und dementsprechend sind immer Trainer vor Ort und Trainerinnen, die in den Kursen methodisch arbeiten. Und für all jene, die, sage ich mal, schon ein höheres Level haben, gibt es auch jede Woche 3-mal ein Open Gym und dementsprechend können die da nach dem gemeinsamen Aufwärmen, auch unter Aufsicht natürlich, aber dann frei in der Halle trainieren und dann selbstständig an den Techniken weiterarbeiten, die sie vielleicht in den Kursen vorher schon mal angeschnitten haben und dann selbstständig daran noch weiter feilen. Das heißt, wenn ich jetzt Interesse habe oder sage ich mal im Kopf habe, hey, will man vorbeischauen, online einmal anmelden und einfach vorbeischauen, was ist so die beste Strategie, wenn ich bei euch einmal kurz reinschuppern will oder vielleicht länger dabei bleiben will? Beste Strategie ist einmal sich auf www.freerunningacademy.at einmal zu schauen, welche Kurse spreche mich an. Da sind dann die ganzen Infos bezüglich Anmeldeprozedere. Das passiert bei uns über die App Vereinsplaner, in denen einfach Team Obsession eingeben, beitreten und dann den jeweiligen Kurs buchen. Und dann sehen wir auch, schnuppern kann man jederzeit kommen, sehen wir auch, wie viele Teilnehmer in jedem Kurs sind und können dementsprechend alles vorbereiten und planen. Super, und ihr merkt, der Zulauf ist enorm, oder? Sag ich mal, es boomt. Zulauf ist in den Trendsportarten, in den Jungen nach wie vor enorm. Durch Corona hat man schon gemerkt, ist weniger geworden über die letzten 1,5-2 Jahre. Aber ich denke und hoffe, dass das jetzt mit dem Sommer wieder richtig an Fahrt aufnimmt. Wie schön ist es, wenn das Baby, das man da mitplant und mitorganisiert, heute eröffnet wird, wirklich offiziell. Was ist das für ein Feiertag für dich? Sag ich mal, natürlich gibt es ein wenig was zu tun, aber man überlegt dafür und plant und dann steht es da und es geht jetzt dann wirklich los. Nachdem insgesamt die Hallenidee seit 5 Jahren in meinem Kopf herumschwirrt, ist das halt wirklich ein Freudentag. Also ich bin gespannt und voller freudiger Erwartung, dass das heute ein super Event wird. Und dann mit morgen, 23. starten dann schon die ersten Kurse. Also es geht gut los. Dann alles Gute für die ganz vielen Kurse, die noch kommen. Danke vielmals. Live-Radio. Top-Thema, der Podcast.